Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr euch die Zeit nehmt, meine Nachricht anzuhören. Und wie immer vielen Dank für eure E-Mails, eure Nachrichten, dass ihr mich kontaktiert und auch eure Themenvorschläge. Macht das weiter so, es freut mich und es inspiriert mich natürlich und motiviert dazu, interessante Themen anzusprechen. In den letzten Folgen habe ich euch von der Reinkarnationstherapie erzählt und heute möchte ich mit diesem Thema fortfahren. Also in den ersten beiden Folgen habe ich euch erzählt davon, was der Schatten ist, was darunter zu verstehen ist. Und in der zweiten Folge habe ich euch ein bisschen davon erzählt, für wen die Reinkarnationstherapie geeignet ist. Heute möchte ich davon sprechen, wie der Ablauf ist. Also viele fragen mich natürlich, ja, wie läuft das ab, wie soll ich mir das vorstellen? Das sind natürlich so Fragen, die klar, jeder Mensch, der etwas Neues anfangen möchte, sich diese Fragen stellt und möchte wissen, was ihn da erwartet, wenn er sich auf diese Reise begeht, wenn er sich für diesen Weg entscheidet. Also wie gesagt, es gibt natürlich viele Formen der Reinkarnationstherapie. Ich erzähle euch immer von meiner Arbeit mit meinen Klienten und von dem, wie ich die Reinkarnationstherapie praktiziere. Also die gesamte Therapie dauert 4 Wochen. Diese 4 Wochen können aufgeteilt werden, aber es ist wichtig, dass Minimum 5 Sitzungen am Stück stattfinden. Und im optimalsten Fall, also ich mache das fast nur so, dass jede Sitzung, also es gibt jeden Tag eine Sitzung in 5 Tagen. Also zum Beispiel von Montag bis Freitag, jeden Tag eine Sitzung. Wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, ist es am besten, wenn man die Therapie am Stück bucht. Das heißt, dass man sich 4 Wochen Zeit nimmt und die gesamte Therapie an einem Stück macht. Es ist natürlich deswegen so empfehlenswert, weil wir dann den Energielevel steigen, dass du dich einfach dann mehr öffnest und dass man dann natürlich intensiver in die Themen reingehen kann und sie anschauen kann und dann gibt es keine Unterbrechungen. Deswegen ist es optimal. Aber es ist ganz klar, nicht jeder hat die Möglichkeit, für 4 Wochen einfach nach München zu kommen und hier 4 Wochen zu verbringen am Stück. Das ist ganz klar. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, die Therapie aufzuteilen. Und damit meine ich so wöchentliche Blöcke. Das heißt, also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, dass Minimum 5 Sitzungen am Stück stattfinden. Also wie gesagt, zum Beispiel von Montag bis Freitag. Und dann, dann kann man zum Beispiel 1 Woche buchen am Stück oder 2 Wochen oder 3 Wochen, je nachdem, wie man natürlich kann und wie man will und wie es für einen stimmig ist. Aber diese Möglichkeiten gibt es. Und dann, man kann natürlich auch, es gibt auch Möglichkeiten, wenn in Ausnahmefällen mache ich das auch an den Wochenenden, weil es mir schon klar, dass viele berufstätig sind und nicht immer die Möglichkeit haben oder es ist für die einfach bequemer, auch am Wochenende die Therapie zu machen. Also ich komme da auch entgegen und biete auch, wie gesagt, bei Bedarf auch in Ausnahmefällen auch Sitzungen an den Wochenenden. Aber das kann man dann immer persönlich absprechen und klären. Was noch wichtig zu sagen ist, dass meine Sitzungen immer in den Morgenstunden stattfinden. Also meistens so, ja, und von 8 Uhr fange ich an und dann, und dann gibt es die Sitzungen in Morgenstunden. Ich mache nicht so gerne oder fast gar nicht Sitzungen, gebe ich Sitzungen in den Nachmittagsstunden, weil ich habe das einfach gerne und ich habe einfach gemerkt, dass wenn wir am Anfang des Tages zur Therapie kommen, dann sind wir noch rein, dann haben wir nicht mehr den Alltag hinter uns und die ganzen Themen, die uns da im Alltag beschäftigen. Und dann kann sich der Klient einfach besser darauf fokussieren, worum es geht. Und deswegen ist das für mich ganz, ganz wichtig. Noch dazu ist natürlich, jeder weiß, dass die Morgenstunden, da ist der Energielevel auf unserem Planeten insgesamt höher.
Deswegen meditiert man auch in der Früh. Und genau, das sind so die Gründe, warum ich die Reinkarnationstherapie in den Morgenstunden anbiete. Beim Rebirthing ist es was anderes. Dann biete ich auch manchmal in den Nachmittagsstunden die Sitzungen. Aber wie gesagt, grundsätzlich bei mir ist es so, dass ich morgens arbeite. Je früher, desto besser. Manchmal auch um 7. Wenn jemand berufstätig ist und danach direkt in die Arbeit gehen möchte, diese Möglichkeit gibt es auch. Ich bin Frühaufsteher und ich möchte den Tag auch immer früh nutzen. Aber das ist klar, jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall für die Therapiearbeit ist es meiner Meinung nach wichtig, das in den Morgenstunden zu machen. Genau, das wären so die wichtigsten Punkte, glaube ich. Also jede Sitzung dauert 2 Stunden. Genau, von daher, diese 2 Stunden sollte man sich einplanen für jede Sitzung. Jede Sitzung besteht aus einem Vorgespräch, das ist der Anfang der Sitzung. Danach gehen wir in den verbundenen Atem, machen wir die Rebirthing-Sitzung. Das machen wir, um den Energielevel zu steigen, um dein Bewusstsein zu erweitern, damit du einfach dich öffnest und deine Seele sprechen kann. Dann gibt es auch danach, genau, und nach der Rebirthing-Sitzung gibt es dann die Therapie und das ist in einer Form vom Dialog. Ich stelle dir Fragen und du beantwortest einfach und dann führe ich dich durch deine Sitzung, durch deine Themen hindurch. So läuft das ungefähr und natürlich, klar, ich kann jetzt nicht alle Fragen beantworten in der Podcast-Folge. Das wären so die wichtigsten Informationen, glaube ich. Wenn du mehr wissen möchtest, wenn du einfach mehr Informationen für dich brauchst, dann kannst du mich natürlich jederzeit kontaktieren. Und wie ich schon gesagt habe, biete ich auch ein kostenloses Vorgespräch an. Das Wichtigste aber nochmal zusammenfassend ist, dass es eine Therapieform ist und ich biete keine einzelnen Sitzungen an, weil oft fragen mich Menschen, kontaktieren mich und fragen, ja, kann ich nur eine Rückführung haben, eine Sitzung? Ich arbeite nicht so und ich halte nichts davon, also nicht viel für meine Arbeit, für die Arbeit, die ich mache. Es ist ein Prozess und dafür braucht es mehrere Sitzungen, weil es bringt nichts in meinen Augen, irgendwo ein Thema anzufangen und dann irgendwo in der Luft das alles hängen zu lassen. Dann bleibt das alles hängen, es tut sich nichts und das sind so angefangene Sachen. Ich mache keine halben Sachen, wenn dann richtig oder gar nichts. Und das ist eben eine intensive Therapieform, intensive Arbeit, die dich wirklich weiterbringt. Und dann muss man das einfach auch seriös und ernsthaft nehmen und sich auch dementsprechend die Zeit dafür nehmen, weil diese Zeit brauchst du für dich. Okay, meine Lieben, das war's dann für heute, in dieser Folge. Ich mache jetzt einen Break wieder. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, meldet euch einfach bei mir. Und für heute bedanke ich mich, wünsche euch alles Gute, habt einen schönen Tag, geht ein bisschen in die Natur raus, genießt die Zeit, genießt den Sonntag und lasst es euch gut gehen. Also bis dann, eure Agatha. Tschüss.